Company! I don't know, but I've been told. We will kill for oil and gold. We will kill for oil and gold. We are savages till death. We are savages till death. Save our own, but fuck the rest. Save our own, but fuck the rest. Ich begrüße euch alle sehr herzlich für unsere Veranstaltung zum Thema die eigene Kriegsdienstverweigerung als lebensgeschichtlich bedeutsames Ereignis. Ich bin Ute Fink-Krämer. Ich hatte einen Vater, der sich so grob gesagt 50 Jahre mit dem Thema Kriegsdienstverweigerung beschäftigt hat. Als er damit angefangen hat, war ich ungefähr 10 Jahre alt. Und es hat also mich in meiner Kindheitsbiografie und meine jüngeren Geschwister noch stärker mitgeprägt, dass eben unser Vater dieses Engagement hatte. Und das hieß Ende der 60er Jahre auch, dass die Kinder gelegentlich für dieses exotische Engagement des Vaters angepfiffen wurden oder sich irgendwie dazu positionieren mussten, was bei uns allen Fünfen hieß, dass wir uns für Kriegsdienstverweigerung positioniert haben. Also Kriegsdienstverweigerer unterstützt haben, wie ich das dann zeitweise gemacht habe, oder eben selber den Kriegsdienst verweigert haben, wie meine Brüder. Wir haben 7 Referentinnen und Referenten. Als erstes Hannah Brinkmann. Die Graphic Novel, die sie über die Kriegsdienstverweigerung ihres Onkels geschrieben hat. Als ich deine Graphic Novel gelesen habe, kam mir unwillkürlich der Gedanke, dass wenn dein Onkel Unterstützung gehabt hätte bei seiner Verweigerung, durch die, die eben als kirchliche, als politische Beistände Kriegsdienstverweigerern zur Seite gestanden haben, dass er dann eben sich nicht das Leben hätte nehmen müssen. Erzählst du uns ein bisschen was darüber, wie du überhaupt deinem Onkel auf die Spur gekommen bist? Ja, also ich habe, als meine Großmutter 2004 gestorben ist, die Todesanzeige meines Onkels gefunden. Damals war ich 13 Jahre alt und die Todesanzeige ist die gleiche, die 1974 veröffentlicht wurde in der Nordwestzeitung, in der FAZ-Zeitung. Also nach dem Selbstmord von Hermann hatten sich meine Großeltern und seine Geschwister dafür entschieden, die Anzeige zu veröffentlichen. Und als ich die damals gelesen habe mit 13 Jahren, konnte ich damit erstmal nicht so wirklich was anfangen, aber ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass da so eine Frage drin steckte, die ich mir natürlich als Nichte mit dem Wissen, dass er Suizid begangen hat, aber nicht wirklich wusste, warum, mir natürlich irgendwie gefragt hatte. Und diese Todesanzeige hat dann unwillkürlich so ein paar Antworten gegeben, aber gleichzeitig auch ganz viele neue Fragen aufgeworfen, in dem Sinne, dass ich natürlich überhaupt nicht wusste, was ist Kriegsdienstverweigerung, und ich nichts um diesen ganzen Komplex drumherum wusste, um den ich dann erst viel später auch erfahren habe, als ich angefangen habe, das Buch zu recherchieren. Ja. Ja, was hast du rausgefunden bei deinen Recherchen? Ja, genau. Also als ich dann angefangen habe, das Buch zu recherchieren und da ein bisschen viel tiefer sozusagen in die Materie einzudringen, habe ich dann eben entdeckt, sozusagen, dass Hermann kein Einzelschicksal war, sondern dass es eben ganz, ganz viele junge Männer getroffen hat. Vor allem diese Gewissensprüfungen, die damals ja gang und gäbe waren, dass die stattgefunden haben, war mir auch nicht bewusst. Also man hat das ja im Geschichtsunterricht nicht gelernt. Ich hatte auch mit vielen meiner Altersgenossen darüber gesprochen, die davon auch noch nie gehört hatten, dass eben Kriegsdienstverweigerer damals durch diese Prüfungsverfahren gehen mussten, die ja auch unfassbar demütigend waren, was dann auch was war, was ich durch diese Recherche rausgefunden habe und irgendwie mit jedem Schritt, der dann tiefer reinging, mir auch ein bisschen mehr zu erklären konnte, wieso Hermann dieser ganze Prozess auch so getroffen hat und im Endeffekt ja auch zerbrochen hat. Wobei, wenn ich das richtig verstanden habe, was du ausgedrückt hast in deiner Graphic Novel, war es ja dann nicht nur,
Der Prozess, der sein Gerechtigkeitsgefühl, seine Berufung auf das Grundgesetz eben so verletzt hat, sondern dann eben auch die Erfahrung beim Militär, ne, wo er ja dann eingezogen wurde. Kannst du da noch ein bisschen was dazu erzählen? Also konnte deine Familie dir dann was erzählen? Gab es Briefe? Wie auch immer, was war dann dein Material für dieses ganz persönliche Schicksal, was ihn dann in den Selbstmord getrieben hat? Genau, ich glaube, dass die Gewissensprüfung und dieses Verfahren davor, was ja ihn in seinem Standpunkt als Pazifisten quasi ja nicht als legitim anerkannt hat in dem Sinne, und das war ja seine absolute Überzeugung und sein Ich und sein Verständnis seines Ichs war, dass er Pazifist ist, und das schon seit von Kindesbeinen an, wurde, glaube ich, das war, glaube ich, ein Teil in diesem Prozess auf jeden Fall, dieser Bruch in seiner eigenen Wahrnehmung. Und dann eben auch noch gezwungen zu werden, zum Militär zu gehen, was er überhaupt nicht wollte. Und tatsächlich gibt es wenig Informationen, was genau ihm dort passiert ist. Aber was relativ sicher ist, ist, also ihm wurden natürlich er hatte sehr lange Haare, die wurden ihm natürlich abgeschnitten, auch direkt. Und was auf jeden Fall klar ist, ist, dass er gezwungen wurde zu schießen und ihm mit Gefängnis gedroht wurde, sollte das nicht tun. Und er hat dann tatsächlich geschossen und sich eben nicht dem auch noch verweigert. Und wahrscheinlich auch wegen diesem vorigen Bruch, das ist die Theorie dahinter, dass er wahrscheinlich einfach dann in dem Moment so wenig Willen mehr für sich selber hatte, dass er gesagt hat, okay, dann mache ich jetzt einfach. Und dann kam er Weihnachten, 3 Monate nachdem er eingezogen wurde, das erste Mal wieder nach Hause und war, oder kam dann Weihnachten eben wieder nach Hause und war quasi ein gebrochener Mensch. Also er hat nichts mehr gesagt, er war wohl auch sehr ausgezehrt und man hat ihn einfach kaum wiedererkannt. Also ich glaube, dass dieses aber beides zusammengespielt hat. Also einmal dieses im Wehrdienst dann gezwungen zu werden, zu schießen, was er immer gesagt hat, was er nie tun würde, und eben davor, dass ihm der Pazifismus quasi so ein bisschen abgesprochen wurde und er sich irgendwie nicht mehr so, ja, legitimiert gefühlt hat in der Hinsicht. Er hatte ja auch versucht oder erwogen und dann verworfen, die Möglichkeit, nach West-Berlin zu gehen. Gab es da irgendwas noch, was du in der Familie rausgefunden hast, was da letztlich den Ausschlag gegeben hat, dass er es nicht gemacht hat? Ja, ich glaube, er hatte am Anfang, bevor er verweigert hat, eigentlich ein ziemlich, also er wollte wirklich verweigern. Er wollte auch nie, sein älterer Bruder meinte, geh nach West-Berlin. Das wollte Hermann nicht. Er hatte dieses Bild von sich im Auge, im Kopf, dass er eben verweigern möchte und dass er eben für seinen Standpunkt als Pazifist auch einstehen will vor diesem. Also das war auch sein Wunsch. Deswegen ist er eben nicht gegangen, sondern wollte eben auch dadurch dann. Und das war da, glaube ich, der Grund, weil er eben auch, und so wurde er mir auch immer beschrieben, ein sehr standhafter Typ war, der eben dafür dann auch einstehen wollte. Das war ihm einfach wichtig. Ich glaube, das war einer der Hauptgründe. Und die Familie hat aber auf jeden Fall versucht, ihm alle möglichen anderen Gründe sozusagen zu geben oder zu sagen, ja, oder verweigere dann als Katholik. Das wollte er nicht, er wollte eben als Pazifist verweigern. Also er hatte halt seinen Standpunkt und und das war dann, glaube ich, auch der Grund. Ja, also wer da jetzt mehr erfahren will, also die Graphic Novel ist im Buchhandel erhältlich und es ist wirklich ein eindrucksvolles und tolles Buch. Gabi, du gehörst zu denen, die eben für die DFGVK junge Menschen wie Hannas Onkel beraten hast. Was waren da die prägendsten Erfahrungen für dich? Was kannst du uns daraus berichten? Zuerst mal herzlichen Dank an die Hanna für die Veröffentlichung ihres Buchs. Ich habe mir das Buch letztes Jahr gekauft und zwar für mich schon eine sehr emotionale Rückführung oder Reise in meine Vergangenheit. Ich glaube, für ganz viele, die jetzt hier anwesend sind, war das so, die es gelesen haben. Ich möchte ein bisschen zu meiner Vorgeschichte, also wie es dazu kam, erzählen. Ich glaube, der Ursprung liegt in meiner Ursprungsfamilie. Mein Vater war im Krieg
ist als junger Soldat spät eingezogen worden, kam kriegsverletzt zurück. Bei uns in der Familie war das eigentlich nie ein Thema. Es ist nie drüber gesprochen worden, aber es war immer präsent, weil er hatte eine verkrüppelte Hand, eine rechte Hand, und konnte nicht schreiben und hatte einen Durchschuss am Bein. Aber wie gesagt, es war nie ein Thema und immer, was heißt immer, ja, wenn wir dann mal gefragt haben als Kinder, das haben wir nicht oft gemacht oder eigentlich noch einmal, kam das seine Antwort, oh Gott, Gott fragt nicht. Und das war für mich so eigentlich eine Riesenwolke an, Gott, was muss der erlebt haben im Krieg, dass er da überhaupt nicht mehr drüber reden kann. Und ich glaube, das war so mein Beginn, ein tiefes inneres Gefühl zu haben, Krieg zerstört Menschen. Ich habe es bei meinem Vater halt erlebt. Ja, das war so die erste Station. Die zweite Station war Auseinandersetzung mit der Kriegsdienstverweigerung meines damaligen Freundes und eigentlich so in der Clique. Die waren dann alle ein bisschen älter, mein damaliger Freund, hatten dann versucht zu verweigern und sind nicht durchgekommen. Ich bin ja in einer Kleinstadt aufgewachsen, in Schwäbisch Hall. Da gab es weit und breit keine KdV-Beratung. Das war so, ja, Mitte der 70er. Und die haben halt versucht, alle ja, ihre Begründung zu schreiben, und sie nicht anerkannt worden. Und weshalb mich das Buch von der Hanna auch so bewegt hat, mein damaliger Freund war gleich alt wie der Hermann. Und er hat dann für sich auch gleich gesagt, ich versuche das gar nicht zu verweigern. Die anderen haben es probiert und sind nicht durchgekommen. Und hat dann halt versucht, irgendwie Ausbildung zu machen, Studium, um irgendwie es rauszuzögern. Und hatte dann das Glück, dass da in der sozialliberalen Regierung kurzzeitig dieses sogenannte Postkartenverfahren möglich war und hat dann damals verweigert. Und als ich das Buch von der Hanna gelesen habe, ging mir das nochmal so durch den Kopf. Und ich habe dann auch überlegt, was wäre aus ihm geworden, wenn er damals nicht die Chance gehabt hätte, auf die quasi gemütliche Art und Weise zu verweigern. Was wäre passiert, wenn er zur Bundeswehr gehen hätte müssen? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, es hätte ihm überhaupt nicht gut getan. Aber aus diesem Erleben, haben wir dann in Schwäbisch Hall zuerst mal eine Friedensgruppe gegründet. Das war so Mitte, Ende der 70er. Und dann zusammen mit Civis eine KdV-Beratung. Und für mich war eigentlich klar, obwohl sich viele wahrscheinlich fragen, ey, als Frau, wieso KdV-Beratung? Aber für mich war damals eigentlich von Anfang an klar, ich bin da mit dabei bei der KdV-Beratung. Auch aus der Erfahrung, wie schlecht es denen ging. Ich habe gedacht, naja, ich habe Glück, ich bin eine Frau, ich muss nicht verweigern, aber ich mache dann mit. Und dann haben wir einige Zeit KdV-Beratung gemacht. Der Stefan kam da dann auch noch mit dazu und Markus eigentlich auch. Und das war für mich schon interessant zu erleben, die einzelnen Schicksale zu erleben. Der jungen Männer, die kamen und sich beraten haben lassen und denen zu helfen und sie zu unterstützen, ja, dass sie durchgekommen sind, dass sie anerkannt worden sind. So eine nette Begebenheit, ich habe gerade schon gesagt, ihr habt wahrscheinlich einige denken, naja, als Frau, für mich war es nie eine Frage, aber die Frage ist ganz oft an mich herangetragen worden von außen. Du als Frau, KdV-Beratung? Und es ist auch öfters passiert, wenn ich dann in der Beratung saß, wir haben uns ja abgewechselt, ich glaube, das war immer freitags, dann war immer jeder unterschiedlich da. Und wenn ich dann da saß und dann kamen die Ratsuchenden und die kamen dann so rein, und dann, oh, ist niemand da zur Beratung? Doch, hallo, ich berate euch. Und dann gab es zuerst mal eine Diskussion, weshalb ich als Frau Beratung mache. Gut, und also das hat mich so in meinem Leben sehr geprägt und hat sich eigentlich so durch mein Leben gezogen. So das Thema gegen Krieg, Kriegsdienstverweigerung und Deserteure. Ich war dann noch eine ganze Zeit, also bin dann umgezogen nach Mannheim. Mein Mann hat
und der DFG und Friedensplenum aktiv. Und eigentlich bis vor 6, 8 Jahren so in diesem Thema Deserteure, Kriegsdienstverweigerung, internationale Kriegsdienstverweigerung immer wieder aktiv. Ja, so rückblicken kann ich schon sagen, das hat mein Leben beeinflusst, in meinem Denken, auch in der Fähigkeit, kritisch zu denken und in dem Bedürfnis, gegen Krieg zu agieren. Gernot, ja. Du hattest in der Vorbereitung auf die heutige Veranstaltung gesagt, also du hättest es nie eingesehen, warum man eine Kriegsdienstverweigerung, die ja nach Grundgesetz zulässig ist, überhaupt begründen muss. Und du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, deswegen dann auch von Anfang an den Kriegsdienst und den damals ziviler Ersatzdienst heißenden späteren Zivildienst verweigert. Oder? Nein? Dann musst du jetzt sagen, wie es wie deine Entwicklung da war. Aber das hatte ich richtig richtig mitgekriegt, dass du gesagt hast, die Begründungspflicht, die hat ja nicht eingeleuchtet, ne? Ja, in der Tat. Ja, genau. Und das nervt mich auch bis heute, wenn Leute mich fragen, warum hast du den Kriegsdienst verweigert? Ich finde, das müssen die begründen, die ihn nicht verweigern. Und außerdem vertrete ich, jetzt bin ich eigentlich schon bei dem, was ich am Ende sagen wollte, aber ich sage es gleich am Anfang schon mal, ich vertrete das Menschenrecht auf Kriegsdienstverweigerung. Das heißt, jeder Mensch, also ein Menschenrecht heißt ja, jeder kann es wahrnehmen. Und da kommt es nicht darauf an, welche Gründe er hat und auch nicht darauf an, welche Gesinnung er hat oder welche Persönlichkeitsmerkmale. Von daher bin ich also für ein Menschenrecht auf Kriegsdienstverweigerung und kein Menschenrecht, das an Gewissens, an das Vorhandensein von Gewissensgründen gebunden ist. Ich kann dazu auch noch mehr sagen. Jetzt muss man auf die Uhr gucken. Ah ja, gut, 5 Minuten habe ich dann. Also gut, zu meiner Geschichte, daraus wird man sehen, die eigene Überzeugung entspricht nicht immer dem, wozu der Staat einen zwingt. Ich habe 1977 den Antrag gestellt, als damals die mündliche Gewissensprüfung kurzzeitig ausgesetzt war. Und 1978 wurde sie eben wieder eingeführt. Wobei ich übrigens den Begriff Postkartenlösung ablehne. Ich habe bisher erst einen Menschen gefunden, der tatsächlich eine Postkarte geschrieben hatte. Alle anderen haben ein Einschreiben oder einen Brief geschrieben. Wir haben auch damals eine Beratung auch immer empfohlen, schickt da bloß ein Einschreiben und keine publike Postkarte. Von daher ist eigentlich das Begriff Postkartenverfahren meines Erachtens eine unzulässige Verharmlosung, die gerade Leute in der Friedensbewegung nicht verwenden sollten. Gut, dann begann es eben, ich fasse das mal kurz, es gab einen Prozess wegen meiner Tauglichkeit, weil die Bundeswehr hartnäckig fälschlich behauptet hat, ich sei tauglich. Und dann gab es eine Prüfung beim Gewissensprüfungsausschuss und dann eine bei der Prüfungskammer. Und 1986 bin ich dann vom Verwaltungsgericht in Mainz anerkannt worden, das damals übrigens eines der schlimmsten in Deutschland war. Also mein dritter Anwalt hat mich gefragt, wie haben Sie es denn geschafft, in Mainz anerkannt zu werden? Es gab volle Programme. Also ich wurde natürlich auch in die kommunistische Ecke gestellt, obwohl die Leute vom MSW Spartakus mich als Kommunistenfresser etikettiert hatten. Die Sache mit dem Auto kam auch. Ich hatte dummerweise keinen Führerschein. Dann sollte ich also mit dem Fahrrad ein Kind totfahren. Da ich ja jahrelang KDV-Beratung gemacht hatte, wusste ich eigentlich, worauf es ankam. Das heißt, man konnte mir von dem, was ich gesagt habe, wenig anhaben. Also hat man im Prüfungsausschuss das Protokoll gefälscht und das wurde dann später im Verwaltungsgericht von den Kriminellen im Prüfungsausschuss auch noch zugegeben. Ich bin wahrscheinlich auch nur deswegen anerkannt worden, weil ich vor Gericht alle Ratschläge meines Anwalts in den Wind geschlagen habe und mit der ganzen Arschkriecherei und Anpassung aufgehört hatte. Es gab noch 5 weitere Jahre Ärger, weil sie mich dann noch zum Zivildienst zwingen wollten, was ich ja nie wollte. Und viel Ärger, 10.000, also ich hatte noch ein Stipendium, für ein Forschungsstipendium, für den Auslandsaufenthalt, zeitgleich mit dem Stipendium
kam dann an eine Berufung zum Zivildienst. Ich bin also dann als Dienstflüchtiger ins Ausland und habe da meine Forschungen gemacht, während gleichzeitig dieser ganze Ärger weiterging. Das kostete mich 10.000 Mark, ungefähr das, was mein Stipendiengeld ausmachte. Und es gab dann auch so Kollateralärger mit Volkszählungen. Ich musste ja offiziellen Wohnsitz beibehalten, sonst hätte mein Anwalt den Prozess nicht geführt. Ich musste also, da haben sie mich nach einer Wohnung gefragt, die ich ja nie betreten hatte. Also total absurdes Zeug. Und das hat sich eben bis 89 hingezogen. Eigentlich noch ein bisschen länger. Gut. Und vorhin ist der Punkt, was mich eigentlich am meisten beschäftigt, auch im Nachhinein, ist das, was vorhin angesprochen wurde, Unterstützung. Und davon war ich ziemlich enttäuscht. Die Leute in der KDV-Beratung wollten mich alle in den Zivildienst drängeln und haben also überhaupt keine Fantasie gehabt. Also ich habe mich dann, Beratungen in Richtung Totalverweigerer und West-Berlin gemacht. Und ich war eben auch sehr enttäuscht von vielen in der Friedensbewegung, die mehr oder weniger deutlich für den Kriegsdienstzwang eingetreten sind. Das waren meistens kirchliche Leute und marxistische, leninistische Leute und auch Leute aus der SPD. Und dann eben, was ich eben auch sehr schade oder sehr schlimm finde, dass vielen das Gespür für, dass die Gewissensprüfung eine Menschenrechtsverletzung ist, vollkommen abgegangen ist. Also ich habe auch Klagen gehört von zwei älteren Damen aus der kirchlichen Friedensbewegung, dass jetzt ja leider die Gewissensprüfung abgeschafft ist. Das sei doch so ein gutes pädagogisches Element gewesen, um die jungen Männer dazu zu bringen, sich mit Gewaltfreiheit und Frieden auseinanderzusetzen. Und mit 20-jähriger Verspätung erfuhr ich auch, dass mein damaliger Anwalt politische Ansichten hatte. Und er hat zum Beispiel in einer privaten E-Mail, die mir zugespielt wurde, auch bedauert, dass die Gewissensprüfung abgeschafft worden ist, weil es jedoch ein gutes Mittel war, die jungen Männer zu politisieren und in die direkte Auseinandersetzung mit der Bundeswehr zu gehen. Er hat dann noch die DFGVK als ehemals pazifistisch eingestuft, weil sie ja gegen den Kriegsdienstzwang sei und dieses ganze Zeug abschaffen will. Ja, und ich muss auch sagen, geistig fand ich viele Friedensbewegte auf der Gegenseite. Also wenn zum Beispiel dann debattiert wurde, wer ist ein echter Kriegsdienstverweigerer oder nicht, das fand ich ganz fürchterlich, wo ich also gemerkt habe, die Leute lehnen vielleicht das Gewissensprüfungsverfahren ab, wie es existiert, aber sie machen dann ihre eigene Gewissensprüfung. Und da steckt aber noch mehr dahinter, nämlich eben diese Fixierung aufs Gewissen. Wer dauernd selber von Gewissen redet, und auch verlangt, dass Kriegsdienstverweigerer ein Gewissen haben sollen. Das sagt ja impliziert, und die anderen müssen aber zum Militär. Und wer dauernd selbst vom Gewissen redet und das zur Bedingung der Kriegsdienstverweigerung macht, der darf sich auch nicht wundern, wenn es dann Gewissensprüfungen gibt. Wer vom Gewissen redet und es vor sich herträgt wie eine Fahne, der schreit nach Gewissensprüfungen und darf sich eigentlich nicht beschweren, wenn der Staat sie durchführt. Und deswegen, wie gesagt, und es hat natürlich auch zur Folge, dass dann dieses Bild vom Verweigerer mit transportiert wird, weil das historisch entstandene Bild vom Verweigerer, weil eben die ersten Verweigerer, die verweigern durften, waren eben gewaltfreie Christen, Quäker, Mennoniten und dergleichen. Dieses Bild muss auch ein säkularer Verweigerer erfüllen nach dieser Ideologie. Und wer das eben nicht erfüllt, und das sind eigentlich 99%, die stehen dann automatisch per Definition also durch das Konzept der Gewissensverweigerung schon als unglaubwürdig da. Und da ist also der Vorwurf der Unglaubwürdigkeit schon vorprogrammiert. Und da sehe ich sogar auch wieder Parallelen zum Militär. Das Militärstrafgesetz sagt, persönliche Furcht vor Tod ist kein Grund, irgendwas zu verweigern. Und da heißt es auch immer, man verweigert, um nicht töten zu müssen. Das eigene Leben spielt da auch keine Rolle. Wer sagt, Krieg ist mir im Prinzip egal, aber ich will nicht in ihm sterben, der hat ja kein Gewissen, der hat ja keine Gewissensgründe und wird nicht anerkannt. Und da, finde ich, stehen viele Leute in der Friedensbewegung mental und eigentlich schon auf der Gegenseite. Jetzt haben wir jemanden als nächstes, der ganz sicher nicht auf der Gegenseite stand, Markus.
Du hast einen Weg eben dann auch zur Verweigerung des Ersatzdienstes gemacht, ne? Ja. Ja, ich wollte auch kurz Hanna noch danken für das Buch. Ein wirklich großes Geschenk. Danke. Ich habe mir gerade spontan überlegt, ich erzähle die vielleicht wichtigste Geschichte meiner totalen Kriegsdienstverweigerung. Folgende Situation: Ich hatte schon mein Gerichtsurteil, 3 Jahre Bewährung, 3 Monate, 3 Monate auf 3 Jahre Bewährung und 120 Arbeitsstunden. Und meine Frau war schwanger während der Zeit und wir hatten dann unser erstes Kind bekommen. Und dann war die Hochzeit der Friedensbewegung. Ich hatte viele Jahre schon gewaltfreie Trainings gemacht und so weiter und habe in Mutlangen und Heilbronn, vor allem in Heilbronn, den Widerstand mit organisiert und die Blockaden. Und dann während des Herbstes haben wir in Schwäbisch Hall eine Blockade gemacht. Dort gab es das Camp Dolan, das war ein Flugareal der Amerikaner. Von dort aus sind vor allem die Bananenbomber im Vietnamkrieg ausgebildet worden. Und kurz vor unserer Aktion kam im Stern eine Landkarte Deutschlands, auf der überall die Punkte eingezeichnet waren, wo atomare Waffen gelandet waren. Das ist ja das, wie die Leute schon machen. Das heißt, da wo die Meister anstehen. Hallo, Ede, kannst du bitte dein Mikro ausmachen? Du hast irgendein Hintergrundgeräusch. So, und Schwäbisch Hall war da auch eingezeichnet. Und da sagten wir, wir möchten gerne wissen, ob das stimmt, weil das für uns ja eine elementare Sache ist. Und so haben wir uns dann zunächst mal angekettet an den Eingang des Camp Dolans und mit der Forderung, ein Gespräch haben zu wollen mit der Führung, mit der Leitung. Und wenn das nicht passiert, dann würden wir uns am nächsten Tag also das Tor zumachen. Haben dann sozusagen tagüber dort gewartet, es passierte nichts und es war der nächste Morgen. Ich bin sehr früh aufgewacht, weil für mich jetzt eine entscheidende Situation war. Wenn ich mich ankette am nächsten Morgen, war klar, ich werde verhaftet, meine Bewährung ist weg. Ich gehe länger ins Gefängnis. Meine Frau ist allein mit dem Kind. Es war geplant, dass ich Hausmann sein werde, weil ich keinen Job hatte. Meine Frau hat gearbeitet. Sprich, die gesamte Lebenssituation ist extrem beteiligt. Und ich war noch unsicher, soll ich das machen oder nicht? Dann habe ich mich heimlich wieder losgelöst von der Kette und bin in den nahen Ort gegangen und habe eine Telefonzelle gefunden und habe meine Frau am frühen Morgen angerufen und ihr die Situation geschildert und sie gefragt, was soll ich machen, was möchtest du? Und sie sagte dann, sie möchte, dass ich es nicht mache, aber sie lässt mir das frei. Und dann bin ich zurück und hatte da, das ging jetzt zu weit, hatte da so wie so eine Art, wie würde man das sagen? Ja, eine Begegnung mit den höheren Kräften und habe da auch noch meine Stimme bekommen. Da bin ich hin und habe mich angekettet und habe die Aktion durchgezogen. Eigentlich in dem Glauben oder in dem Wissen, das bedeutet jetzt einen längeren Gefängnisaufenthalt. Weil dortmals war die Situation der Doppelbestrafung. Sprich, wer ein Urteil bekommen hatte auf Bewährung und wieder eine neue Tat gemacht hat, dann ist die Bewährung weg gewesen und man ist erneut einberufen worden, hat eine neue Straftat gemacht und so sind Stefan Philipp und die ganzen Freunde von Schwäbisch Hall, die sind ja teilweise 1 Jahr im Gefängnis gewesen. Also stand es vor mir. Ich verkürze, es kam zu einer Verhandlung in weil wir zu viel waren, gab es 2 Verhandlungen, weil ich es bin, war ich im zweiten Teil. Und im ersten Teil war ein toller Richter, den kannte ich auch, ein Jugendrichter.
Der hat zum Beispiel die Jugendlichen immer stricken lassen als Strafe. Der hat uns freigesprochen. Und ich wurde dadurch nicht nochmal straffällig. Und so, das war jetzt ein Beispiel, so habe ich, glaube ich, 3 oder 4 solcher Beispiele gehabt, wo ich danach Aktionen gemacht habe und immer wieder irgendwie durch so kleine Wunder, oder ich weiß es auch nicht, immer ergab sich irgendwas, dass ich dann doch nicht verurteilt wurde. Was ich damit sagen will, dieses Erlebnis, den Mut zu haben, eine Sache durchzuziehen, auch darauf hin, dass sie ganz weitreichende Folgen hat, weil ich spürte, das ist sozusagen noch wichtiger, wie das andere auch wichtige natürlich. Das ist ein Lebensthema. Diese Erfahrung hat sich durchgezogen und hat mir dann auch später im beruflichen, im familiären Kontext immer wieder den Mut gegeben, irgendwie zu weitreichenden Dingen zu stehen. Beispielsweise, ich hab es geschafft, mein ganzes Berufsleben immer für Institutionen zu arbeiten, die keinen wirtschaftlichen oder anderen Zusammenhang hatten. Irgendwie immer eine Arbeit gefunden, wo ich ideell meine Dinge weitertragen konnte. Und es zieht sich jetzt bis zum Ende. Und damit kann ich dann vielleicht auch enden. Ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben sogar ein Grundeinkommen. Ich habe jemanden gefunden, der mir ein Grundeinkommen bezahlt, von dem ich leben kann. Und jetzt für ein gemeinsames Projekt, das nennt sich TAMI. TAMI ist rückwärts Heimat, also wenn man Heimat von hinten liest. Und in der Mitte Ami, Freund. Und wir wollen ein altes Militärgelände in der Nachbarstadt in Crailsheim, wollen wir zum alternativen Stadtteil entwickeln. Dort leben im Moment vor allem Flüchtlinge und Nichtsesshafte, die dort Räume zur Verfügung bekommen. Und dieser Name Tami, den finde ich deshalb auch interessant, weil er eigentlich, wie will ich sagen, ich glaube, diese Entscheidung ist meine eigentliche Heimat. Man kann ja unterschiedliche Heimatbegriffe haben, die sind sicher an Menschen oder an Orte geprägt, aber irgendwie, wo, wenn ich Heimat so definiere, wo war ich am meisten ich oder mit mir im Einklang, obwohl es schwierig war, dann könnte ich sagen, war das sicherlich die Entscheidung der totalen Kriegsentscheidung. Vielen Dank auch für diesen konstruktiven Ausblick, dass du eben ganz viel mitgenommen hast, trotz des Unrechts, was dir da widerfahren ist, was dir eben dann Kraft und eben die Fähigkeit zu konstruktiver Aktivität gegeben hat. Michael, du bist derjenige, der im anderen Deutschland vor dem Problem stand, wie kann man um den bewaffneten Dienst in einer Armee herumkommen. Und ich habe selber eben die DDR aus der Perspektive einer Pfarrerstochter und einer Studentin in der evangelischen Studierendengemeinde kennengelernt und hatte eine Zeit lang das Gefühl, dass es eigentlich zumindest unter Christinnen und Christen in der DDR eben auch gängig war, eben zumindest als Bausoldat den Dienst einer Waffe zu verweigern, aber dann später mitgekriegt, dass das so einfach nicht war. Was hat für dich diese Entscheidung bedeutet, lebensgeschichtlich, und wie hat es dein Leben beeinflusst? Ja, ich habe vorhin gerade gedacht, ja, ich stand auf der Gegenseite. Ich bin einer von der anderen Seite, weil es vorhin um die Gegner ging. Also das waren ja die Feinde. Und das war natürlich auch eins unserer Themen, wo denn die Feinde wären. Ich komme aus der evangelischen Jugend und damals hieß das Junge Gemeinde. Und da war das ein gängiges Thema. Da wurde schon bei Zeiten darüber gesprochen, dass das Thema irgendwann kommt und dass die Musterung irgendwann ansteht und dass es da
mindestens eine Möglichkeit gibt, nämlich die Bausoldaten. Also das ist ein Dienst innerhalb der Armee gewesen, aber ohne Waffe und ohne Vereidigung, sondern nur mit einem Gelöbnis und das nicht mal so ganz klar. Und es gab natürlich auch die Möglichkeit, grundsätzlich zu verweigern. Das hieße aber dann 20 bis 24 Monate Gefängnis. Dazu fehlte mir ehrlicherweise der Mut, muss ich mal so gleich am Anfang dazu sagen. Das biblische Friedenszeugnis war für mich tragend, glaube ich, an so einer Stelle. Und die Beratung passierte eher weniger strukturiert, sondern es war üblich. In den Jugendgruppen wurde darüber gesprochen, was denkst du, was denkst du nicht. Bist du bereit, die Konsequenzen zu tragen? Also auch berufliche Nachteile, kein Abitur, viele Möglichkeiten des Studiums blieben mir vorenthalten. Das war auch unterschiedlich, das war nicht bei allen so, aber bei mir ist es auch so gewesen. Das hieß auch eben nicht diese Zeit mit 18 bis 20 zu machen, sondern bei der letzten Gelegenheit einberufen zu werden und dann 26, 25, 26 zu sein. Also lebensgeschichtliche Bedeutung hat es nicht nur für mich, sondern auch dann später für meine Frau, die ein anderthalb Jahr mit 10 Wochenendbesuchen von mir mal abgespeist wurde und ansonsten war ich weg und sie musste alleine zurechtkommen. Also diese Konsequenz hat es dann schon auch nochmal. Ich glaube, meine Motivation hatte auch dann damit was zu tun mit der Gegenseite, was ich vorhin sagte. Also ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass ich ideologisch und praktisch aufrüsten wollte gegen die Freundinnen und Freunde, die ich auf der Gegenseite hatte, im westlichen Teil Deutschlands oder in anderen Ländern nach Holland oder in die Vereinigten Staaten. Das passte dann irgendwo auch nicht so in mein Denken. Und insofern kriegte das Ganze auch eine politische Perspektive. Ich wäre auch bereit gewesen, einen zivilen Dienst zu machen, der auch meinetwegen hätte länger gehen können als die 18 Monate, aber dann eben wirklich zivil und bewusst. Ich glaube inzwischen auch, dass mein Vater, der im Zweiten Weltkrieg als Soldat war und da immer distanziert war und keine Heldengeschichten erzählt hat, sondern da eher drunter gelitten hat, da auch noch eine gewisse Rolle mitgespielt hat. Also von da aus hatte ich da auch keinen Druck. Die Chance war, was die Beratung betraf, dass ich mir sehr sicher war bei der Musterung, das geht so, ich kann das machen, denn das war ja auch eine Art, ja, ich glaube nicht eine Gewissensprüfung, aber einfach wurde oftmals Leuten dann gesagt, Bausoldaten, woher wissen Sie das, das gibt es nicht, das trifft für Sie nicht zu und Sie müssen zur NVA ganz normal gehen und so, da war ich dann auch gut vorbereitet. Die Frage nach der Auseinandersetzung war dann auch so ein langer Prozess, es war einfach klar, dass das eine christliche Motivation war, dass das eine auch pazifistische Motivation war, dass es um Gewaltlosigkeit geht. Und ich gehöre auch bewusst zu denen, die nicht 1990 gesagt haben, jetzt bin ich endlich in der Bundesrepublik angekommen, jetzt kann ich auch Reserveoffizier der Bundeswehr werden. Also das war für mich völlig unvorstellbar. Gab es ja auch Bausoldaten, die so dann argumentiert und gedacht hatten. Also politisch war es aber nicht politisch anti-DDR. Das Interessante war, wir waren dann nicht die Kommunisten, sondern eher die Kapitalisten, die mit der BRD sympathisierten. Ich selber habe das, so lebensgeschichtlich spielte das eine Rolle, dass ich dann in der evangelischen Jugend tätig war, hauptberuflich bei der Kirche. Und da war das dann auch ein Thema. Als ich im Jugendpfarramt in Dresden gearbeitet habe, hatten wir so eine sogenannten Alt-Neu-Treffen. Die fanden Ende April statt, wenn die Soldaten entlassen waren und die Neuen warteten, was passierte. Und da gab es dann Gruppen von Soldaten, Gruppen von Bausoldaten und auch Gruppen von Verweigerern, obwohl durchaus kleinste Gruppe war. Und da haben wir uns mit diesen Themen auseinandergesetzt. Wolfgang Borchert spielte eine große Rolle für uns, auch in der Jugendarbeit. Der war als Schriftsteller und als Geschichtenschreiber eine wichtige Person. Und inzwischen bin ich Friedensbeauftragter der evangelischen Landeskirche hier geworden, vor 3 Jahren erst. Also insofern rundet sich da auch nochmal für mich was ab. Und da ist auch nochmal so der Bezug dazu. Ganz herzlichen Dank. Rudi, du bist für uns alle wahrnehmbar bis heute intensiv mit dem Thema Kriegsdienstverweigerung engagiert, weil du einer derer bist, die darauf hinweisen, dass ja mit dem Ende der Wehrpflicht in Deutschland im Jahr 2011 das Thema Kriegsdienstverweigerung eben weiterhin ein Solidaritätsthema ist, nämlich mit denen, die in anderen Ländern leben, wo Wehrpflicht nach wie vor besteht und eben Kriegsdienstverweigerung zum Teil sogar noch
schlimmere und härtere Konsequenzen hat, als es in der Bundesrepublik Deutschland oder in der DDR in der schlimmsten Zeit war. Was hat dich dazu motiviert, zunächst mal selber zu verweigern und dann eben das Thema zu einem unendlichen Thema zu machen, ne? Denn wir wissen nicht, ob wirklich zu unseren aller Lebzeiten wirklich in allen Ländern dieser Erde die Wehrpflicht aufgehoben werden wird. Eine Besonderheit für mich war, dass ich der jüngste von 6 Brüdern bin. Das heißt, alle meine Brüder haben sich vorher damit auseinandergesetzt und ich konnte dadurch auch in unserer Familie sehr deutlich sehen, wie sich die Position auch meiner Eltern gewandelt hat. Mein Vater war in der ganzen Zeit des Zweiten Weltkrieges in der Wehrmacht. Er ist dort Offizier geworden. Er war fest davon überzeugt, dass man zum Militär stehen muss, dass man zu den Gehorsamen sein muss. Und so war auch die Familiensituation, als meine ältesten Brüder sich mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. Und mein zweiter Bruder, der wurde mit seiner Entscheidung, nach dem Militärdienst zu verweigern, stieß er auf heftigsten Widerstand. Und das wandelte sich aber mit der Zeit, sodass letzten Endes mein Vater bei mir gesagt hat, das ist eine gute Sache, wenn du verweigerst, und ich unterstütze das. Für mich war das relativ früh klar, dass ich das tun will. Ich war sehr früh aktiv in der auch Dritte Weltgruppe und in der Schule und anderen Zusammenhängen. Und ich wusste sehr früh, dass ich den Kriegsdienst verweigern würde. Ich hatte dann tatsächlich noch ein Prüfungsverfahren, das aber für mich relativ glimpflich abging. Aber ich wusste sehr wohl davon und habe sehr früh angefangen, auch andere Leute zu beraten, selbst ohne die eigene Erfahrung und mit durchaus gutem Erfolg, damals in Zelle. Und das war wirklich eine wichtige Sache. Das Thema ist ein bisschen bei mir hängen geblieben. Ja, das stimmt. Ich beschäftige mich schon seit 4 Jahrzehnten damit. Und mir wurde über die Jahre klar, dass es zwar ein eingeschränktes Recht, wie der Gernot ja auch schon gesagt hatte, also dieses Recht mit dieser Gewissensentscheidung verbunden in Deutschland gibt, dass es auch Auseinandersetzungen darum gibt, aber mir wurde klar, dass es in vielen anderen Ländern eben überhaupt kein solches Recht gibt und dass die Unterstützung und Solidarität brauchen. Und ich habe sehr früh angefangen, auf internationaler Ebene zu arbeiten. Und da will ich doch einen Aspekt noch einbringen, der mir sehr wichtig ist. Also zum einen entscheidet sich natürlich die Frage des Menschenrechts auf Kriegsdienstverweigerung vor allem auch in einer Kriegssituation. Dann, wenn die Leute in den Krieg geschickt werden und dann möglicherweise davor stehen, an diesen Verbrechen eines Krieges teilnehmen zu müssen, auf andere Leute schießen zu müssen, sich selber erschießen lassen zu sollen, den Befehlen zu gehorchen. Und ich habe es immer wieder erlebt, wie viele in unsere Beratung gekommen sind, die hier Asyl suchten oder wie Leute aus anderen Ländern für sich sehr klar hatten, ich will da auf keinen Fall hin. Aber die Motivation war halt jeweils sehr unterschiedlich und aus den eigenen Erfahrungen heraus entstanden. Und die klare Entscheidung, Nein zu sagen, rührte dann daher, dass sie möglicherweise nicht auf die Nachbarn schießen wollten, dass sie nicht für das Regime in den Krieg ziehen wollen, dass sie nicht für die Interessen der Herrschenden sich einsetzen lassen wollen und andere Sachen mehr. Und mir wurde dann immer wieder klar, das, was die Leute bewegt, was die Menschen bewegt, ist nicht zu tun, nicht in den Krieg zu ziehen und zu verweigern. Das hat mit dem, was hier in Deutschland unter Gewissensentscheidung verstanden wurde und immer noch verstanden wird, zumeist herzlich wenig zu tun. Deswegen haben auch heute noch ganz viele, die hier nach Deutschland kommen, Asyl beantragen und dann sich eigentlich in einer ähnlichen Situation befinden, nämlich sich erklären zu müssen, haben das Problem, dass sie gar nicht wissen, wovon geredet wird. Die haben da überhaupt keine Ahnung von. Die wissen sehr wohl, was ihre Entscheidung für sie bedeutet, was sie für sich entschieden haben. Aber sie verstehen überhaupt nicht, was der Richter oder der vom Bundesamt für Migration eigentlich von ihnen will. Wir versuchen sie dabei zu unterstützen, da Möglichkeiten für sie zu finden. Aber das ist tatsächlich ein wirkliches grundsätzliches Problem,
wie Hermann Brinkmann das 1973 hatte, so gilt das heute für die vielen, die hier in Deutschland, Europa Schutz suchen oder auch in anderen Ländern Kriegsdienst verweigern machen, für die gilt das nach wie vor. In Deutschland gibt es ja nach wie vor auch die Notwendigkeit einer Beratung von denjenigen, die sich eben für die Bundeswehr verpflichtet haben und dann während dieser Verpflichtung mit der Realität von Militär und manchmal sogar Krieg im Ausland konfrontiert sind, dann eben ja, ihre Meinung ändern, das nicht mehr als unproblematisch ansehen, Soldat zu sein, und die dann nachträglich verweigern und bei denen eben dann die Verfahren zwar nicht mehr dieser Inquisition des Gewissens aus den frühen 70er Jahren entsprechen, aber doch sehr viel komplexer sind. Und die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden heißt ja nicht umsonst deswegen nach wie vor so, dass das Wort Kriegsdienstverweigerung mit in ihrem Namen drin ist. Werner, du bist jemand, der genau diesen Weg, wenn auch sehr viel früher gegangen ist, vom, ich habe gesehen, Z2, also jemand, der sich freiwillig über die normale Wehrdienstdauer hinaus verpflichtet hatte, zum Kriegsdienstverweigerer mit allen Schwierigkeiten, die das dann hatte, nämlich mit den Schwierigkeiten, die eben jemand, der seine Entscheidung bzw. sein Gewissen, seine Ablehnung des Militärs erst nach einer Zeit bei der Bundeswehr entdeckt hat. Was sind deine Erfahrungen damit? Du hast das ja dann auch offensichtlich zu einem sehr langfristigen Thema gemacht. Du warst der letzte Vorsitzende der Zentralstelle KDV, viel, viel später. Was hat dich bewegt und was hat dich zu dieser langen Beschäftigung mit dem Thema Kriegsdienstverweigerung gebracht? In der Tat unterscheidet sich meine Geschichte von der der vier Männer vor mir dadurch, dass ich bei der Bundeswehr gewesen bin, 2 Jahre freiwillig gemeldet und danach erst ein Nachdenkprozess angefangen hat, der bei euch anderen, es sieht fast so aus, als wenn er euch in die Wiege gelegt worden wäre, jedenfalls einigen von euch. Bei mir ist es so gewesen, dass ich glaube, die Sozialisationsbedingungen, also der Kontext, eine sehr große Rolle spielen. Ich bin gut bürgerlich aufgewachsen. Ich habe 1965 Abitur gemacht. Wir waren eine kleine Klasse und Kriegsdienstverweigerung war auch in der Gesellschaft noch nicht das Thema. Ich hatte so einen Satz von meinen Eltern, der so ein bisschen an Kennedy klingt, frag nicht, was du von deinem Land kriegen kannst, sondern tue was für dein Land. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist eine Pflicht, Wehrpflicht, und die muss ich erfüllen. Und wenn ich sie schon erfüllen muss, dann mit dem größtmöglichen Nutzen, also freiwillige Verpflichtung für 2 Jahre. Das war damals noch so, dass damit ein relativ hoher Wehrsold verbunden war. Und es gab natürlich eine ganze Reihe von damals als Jugendlicher, als junger Mann, spannende Geschichten, angefangen von Auslandsaufenthalten bis hin zu Fallschirmspringen. Das war also alles insofern erstmal ganz attraktiv. Und dann war aber mit Ende der Bundeswehr die Sozialisation meiner Eltern und meines Elternhauses und meines Umfelds beendet. Und es begann eine neue Sozialisation, nämlich Studium in Freiburg. Ich habe angefangen im Sommersemester 67 und einige von euch werden vielleicht noch mit dem Datum 2. Juni was verbinden. Also mit anderen Worten, es fing ein Jahr vor der 68er Bewegung an, sich für mich, wie soll ich sagen, ein politisch völlig neues Feld zu öffnen. Angefangen von allen Auseinandersetzungen, ich als Bürgerlicher mit Bundeswehrhintergrund und SDS-Leuten und Sit-ins und Go-ins und alle möglichen. Das ist eine andere Geschichte, die jetzt nicht wichtig ist. Jedenfalls hat sie mich bestimmt. Und das Interessante ist, dass sie mich zu einem Umdenken veranlasst hat, die dann mein ganzes Leben lang gehalten hat. Ich habe 1972
eine Begründung abgegeben mit meinem Antrag. Die war natürlich sehr, wie soll ich sagen, verstandesmäßig bestimmt. Es waren, glaube ich, 30 oder 40 Seiten. Und das Erste, was der Vorsitzende sagte, wir schreiben doch hier keine Dissertation. Was ist denn mit Ihnen? Und der Punkt war, dass ich natürlich als ehemaliger Bundeswehrangehöriger dem Ausschuss nicht als Glaubwürdigkeit erschienen bin. Und das hat dann dazu geführt, dass die lange Kette von Kampf um Anerkennung, von der ich dachte, dass sie mir zusteht, so wie ich meine Pflicht erfüllt habe gegenüber dem Staat, dachte ich, der Staat müsste auch seine Pflicht mir gegenüber erfüllen, indem er meinen Meinungs-, Gesinnungswandel und meine Gewissensentscheidung anerkannt. Das war ein Fehler. Es hat lange gedauert, bis ich dann zum nicht anerkannten Kriegsdienstverweigerer wurde. Und das hat dann dazu geführt, dass lebensgeschichtlich die Kriegsdienstverweigerung eben nach wie vor eine große Rolle gespielt hat, angefangen von Mitgliedschaft in der Prüfungskammer, Beratungstätigkeit bis hin zu dem von dir, Ute, erwähnten Arbeit in der Zentralstelle. Ein kurzer Dank nochmal an Stefan, den ich schon die ganze Zeit vorher irgendwo von den Geschichten erkannte. Ich fand das gemessen an meiner Lebensgeschichte völlig unverständlich, wie man den Mut und die Kraft aufbringen kann, total zu verweigern. Das gilt natürlich für alle anderen und insbesondere auch für dich, Michael, auch. Also jedenfalls war das für mich so ein Vorbild und ich fand dann, ich würde fast sagen, die 4 Jahre in der Zentralstelle, das ist so ein kleines bisschen, knüpft das an dich an, Markus, das war so ein bisschen wie Tami, muss ich sagen. Also das war wirklich eine tolle Erfahrung, die wirkt ja auch nach. Und meine letzte Bemerkung ist, der alte Vorstand hat sich ja dann 10 Jahre nach der Aussetzung der Wehrpflicht entschieden, nochmal das Wort zu ergreifen. Das ist nachzulesen in der Zivilcourage. Ich finde, das ist eine ganz schöne, freundliche Erklärung, die eigentlich niemandem wehtut, die auch nicht die Welt bewegt. Und insofern, Hanna, verdanken wir dir und deinem Buch nicht nur die Debatte heute, sondern für mein Empfinden auch nochmal das Aufleben der Kriegsdienstverweigerung als Bedeutung. Seit den 90er Jahren gibt es den 15. Mai als Tag der Kriegsdienstverweigerung. Der geht aber unter in der Fülle von Tagen. Heute am 16. Mai ist zum Beispiel, wird zum ersten Mal der internationale Tag des friedlichen Zusammenlebens gefeiert. Gerade von der UN beschlossen. Also die Fülle der Tage hat die Kriegsdienstverweigerungserinnerung leider sehr in den Hintergrund gedrängt. Und ich glaube, Hanna, es brauchte einen Menschen der nächsten Generation, die von Kriegsdienstverweigerung nicht betroffen war. Du warst als Frau damals nicht betroffen. Du warst nach der Aussetzung, hättest du ja zur Bundeswehr gehen können, aber wärst du nicht betroffen gewesen. Also es brauchte deinen Impuls, um das Thema nochmal auf eine emotionale und inhaltliche, das ist ja das Tolle an deinem Buch, inhaltliche Weise nochmal auf die Tagesordnung zu setzen. Und insofern herzlichen Dank an dich und deswegen sprechen wir heute miteinander. Vielen Dank, Werner. Im Chat ist jetzt schon einiges an zusätzlichen Informationen aufgelaufen. Also es wird daran erinnert, welche Nachteile es für manche haben konnte, die nach Berlin gezogen sind, je nachdem, ob sie nach Erfassung und Musterung nach Berlin gezogen sind oder vorher. Das waren dann die sehr weit blickenden. Also ich habe im weiteren Freundeskreis auch jemand, der eben vor der Erfassung sich nach Berlin umgemeldet hatte und dann ganz normal reisen konnte. Aber die meisten galten dann als fahnenflüchtig, konnten also selbst in Extremsituationen, wenn ein Großelternteil gestorben ist oder so, eben nicht ohne die Gefahr festgenommen und verurteilt zu werden, in die damalige Bundesrepublik von West-Berlin zurückkehren, bis sie 28 waren. Es gibt von Rudi Friedrich den Hinweis, dass das Lebenshaus Schwäbische Alb allen Kriegsdienstverweigerern, allen Ehemaligen aus Ost und West die Möglichkeit bietet, ihre
persönliche Geschichte ihrer Kriegsdienstverweigerung Ihnen zur Verfügung zu stellen für Ihre Webseite, sodass da sowas wie ein Archiv der Biografien entstehen kann. Stefan Brüß hat jetzt darum gebeten, dass er noch was kurz berichten darf, weil er eben als Co-Vorsitzender des Bundes für soziale Verteidigung eben auch diese Bedeutung, die zumindest in der alten Bundesrepublik dieses Thema soziale Verteidigung, also dass der gewaltfreie Widerstand gegen Militär oder gegen einen Putsch im eigenen Land eben spielte in den Verhandlungen, wenn eben diese Gewissensfragen kamen, wenn die Frage kam, ja, wie wehrt man sich denn, wenn ein böser Gegner ins Land kommt? Und Stefan, ich gebe dir jetzt einfach mal das Wort. Ich habe bis jetzt noch nie gehört, dass jemand in einer Gewissensprüfung diese eine Frage hatte, die mit sozialer Verteidigung zu tun hatte und also die eine Geschichte konstruiert hat, die aus einem einer Situation berichtet, die aus dem einer sozialen Verteidigungsstrategie, also einer vorhandenen sozialen Verteidigungssituation in dem Lande herkommt. Und das war genau bei mir eben der Fall 1984, dass ich hatte in meiner Begründung geschrieben, dass es Alternativen gibt. Soziale Verteidigung hatte ich hatte gerade Theo Eberts Buch, glaube ich, gelesen und habe das da irgendwie erwähnt und überraschenderweise kam dann von einer Beisitzerin, eine Juso wohl von der SPD, und hat mich dann gefragt, stellen Sie sich vor, tatsächlich die Russen wären tatsächlich da. Das war halt so der übliche Kram früher. Also die Russen wären in Deutschland, würden das besetzen und das gesamte deutsche Volk würde über soziale Verteidigung Widerstand leisten und dagegen und würde nicht zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Alles, was da halt so vorgesehen ist und dann wurde halt konstruiert, dass die Russen einen Kindergarten in Gewahrsam nehmen oder damit drohen, die Kinder dort umzubringen, wenn die soziale Verteidigung nicht aufhört. Und ich bin einer der Organisatoren der sozialen Verteidigung und ich sollte mich da jetzt halt so verhalten. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob jemand von euch, und es sind ja ganz viele hier im Chat, die ich sehe, die seit schon sehr viele KDV-Beratungen und ähnliche Geschichten hinter sich gebracht haben, ob die sowas schon mal gehört haben, dass sowas tatsächlich in so einer Frage mal aufgetaucht ist, dass jemand, ist natürlich die Frage, wie man es interpretiert. Ich würde es immer noch vielleicht interpretieren, dass es tatsächlich jemand in gewisser Weise zumindest ernst nimmt, dass das sozusagen eine Möglichkeit wäre. Kann man auch anders interpretieren, aber ich würde es mal wohlwollend so interpretieren. Und damals, 1984, hätte ich auch noch nicht dran gedacht, dass ich mal Vorsitzender eines Vereins werde, der Bund für soziale Verteidigung heißt. Gernot würde da gerne was dazu sagen. Also soziale Verteidigung war zur Zeit, als ich die KDV-Beratung mitbekommen habe und als ich meine Gewissensprüfung hatte, eigentlich in aller Munde. Es hieß immer vorher, musst unbedingt Ebert lesen zur Vorbereitung. Nicht gut für den Ebert, ich habe ihn ungern gelesen, weil ich ihn nur deswegen, also ich musste. Und ich bin dann auch tatsächlich gefragt worden, ob ich mir den Alternativen zur militärischen Verteidigung vorstellen könne. Und also im Verwaltungsgerichtsprozess, und ich habe gesagt, ja, jetzt warten Sie von mir, dass ich die soziale Verteidigung als Konzept vorstelle. Aber ich sage Ihnen gleich, die Bevölkerung hier halte ich für vollkommen unreif für soziale Verteidigung. Das ist keine praktikable Alternative. Ich möchte noch eine kurze Anmerkung machen zu den Aussichten, ob der Kriegsdienstzwang international verschwinden wird. Da möchte ich nur darauf hinweisen, es wird im Moment hier in Deutschland über die Reaktivierung diskutiert.
AfD ist dafür, Kramp-Karrenbauer und große Teile der CDU, auch Teile der SPD. Und international gab es 2013 eine Trendwende. Bis dahin wurden in vielen Ländern wurde der Zwang ausgesetzt oder abgeschafft und seitdem wird er reaktiviert bzw. auch neu eingeführt. Ich erinnere nur an die Ukraine, Litauen, Schweden, Georgien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Marokko und den Service National Universel in Frankreich. Und gerade gestern bekam ich die Nachricht, dass in Serbien auch über die Wiedereinführung diskutiert wird. Von den Niederlanden weiß ich es auch. Und ich bin mir sicher, wenn ich weiter suche, werde ich noch in anderen westeuropäischen Ländern auch fündig werden. Ja, das ist das, was wir sicher beachten müssen. Und ich habe vorhin mich auch falsch ausgedrückt. Also die Wehrpflicht ist in der Tat in Deutschland nur ausgesetzt. Und das Ganze ist auch mit einer Debatte verbunden, die mich seit den frühen 80er Jahren beschäftigt hat, nämlich der Debatte um eine allgemeine Dienstpflicht, die einherging mit scheinbaren Gleichberechtigungsargumenten, die ja auch für die Öffnung der Bundeswehr für Frauen herangezogen wurden, aber eben auch dies Dienstpflicht für alle. Und ich habe dann immer zitiert, welche internationalen Abkommen wir alle kündigen müssten, um eine allgemeine Dienstpflicht einrichten zu können. Aber das hat vor allem in der CDU und tatsächlich auch bei einem Hardcore-Flügel der SPD eben bis heute nicht wirklich gefruchtet. Und mit das absurdeste Argument, was lange gegen die Aussetzung oder Abschaffung der Wehrpflicht in Deutschland angeführt wurde, war ja dann irgendwann ab den 90er Jahren, dass man dann die ach so nützlichen Zivis verlieren würde. Ne? Und das hat sich dann als völlig gegenstandlos erwiesen. Und wir haben bis heute die Situation, dass mehr Menschen Freiwilligendienste machen wollen, als wir Plätze dafür haben und als Geld dafür bereitgestellt wird, was aber eben vor allem die CDU nicht daran hindert, wahrheitswidrig zu behaupten, dass man eben auf junge Menschen Zwang ausüben müsste, damit sie sich engagieren, obwohl auch die CDU hätte dazu beitragen können, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene, dass endlich genug Plätze in Freiwilligendiensten da sind für die, die das machen wollen. Und Markus hat sich jetzt eben gemeldet und insofern gebe ich jetzt Markus auf dem Podium nochmal das. Ich wollte einen Aspekt aufgreifen mit der Wehrpflicht. Was für mich nach meiner Totalverweigerung, ich bin dann in die Pädagogik gegangen und dann hat mich sehr lange beschäftigt, auch inhaltlich, die zweite entscheidende Pflicht, die ein Staatsbürger in Deutschland hat, und zwar die Schulpflicht. Und ich habe mich auch länger mit der Geschichte beschäftigt, auch den Zusammenhang zwischen Schulpflicht und Wehrpflicht. Und den finde ich hochinteressant, auch für die jetzige Diskussion, weil eben ein bestimmter Gedanke dahinter ist, wie Menschen innerhalb eines Staatsgebildes beherrscht werden können, wie sie gelenkt werden können, wie sozusagen der Bürger ein Instrument dafür ist, um politische oder wirtschaftliche oder andere Ziele durchzusetzen. Und der Zusammenhang, der ist mir immer deutlicher geworden, auch sozusagen in der Auseinandersetzung mit der Pädagogik selber und wie beeinflusse ich junge Menschen, dass sie entweder eben dahin kommen, eigenständige Menschen zu werden, die dann in wichtigen Punkten auch eigene Entscheidungen treffen und durchtragen und ihr eigenes Suchen finden und auch leben können. Oder ob ich eine Gesellschaft so gestalte, dass das eben verhindert wird. Und das halte ich gerade jetzt in auch unserer jetzigen Situation, in der wir stehen, wo wir ja alle merken, wir sind in einer neuen Umbruchphase. Und ich persönlich erlebe gerade ganz, ganz viele Themen, in dieser Zeit, über die wir jetzt sprachen, bei mir da waren, in verwandelter oder ähnlicher Form, tauchen die gerade wieder auf. Sehr, sehr interessant. Und
von daher finde ich jetzt auch das vielleicht gar kein Zufall, dass das Buch jetzt kam, weil ich glaube, dass wir in einer ganz ähnlichen Situation sind wie dortmals und es jetzt ganz stark drauf ankommt, da, ich hoffe es sehr, da wirklich jetzt einen neuen Schritt zu machen hin zu, ja, zu einer stärkeren Individualisierung, zu einer wirklichen Globalisierung, Globalisierung zwischen den Menschen und, das ist der entscheidende Punkt in meinen Augen, in Fragestellungen unseres politischen, wirtschaftlichen Systems, des Kapitalismus und dass wir da, weil der ist eigentlich die Grundlage und die Ursache auch dieser Menschenrechtsverletzungen, wie sie richtig bezeichnet wurden. Und da, das wird jetzt die spannende Frage sein, ob wir die jetzige Zeit nutzen können, um hier wirklich weitreichende Veränderungen zu machen. Vielen Dank für den Hinweis. Im Chat gibt es im Augenblick eine Diskussion um die Frage, welche lebensgeschichtliche Bedeutung bei denen, die an die Kriegsdienstverweigerung dann eben einen Zivildienst angeschlossen haben, dann dieser Zivildienst hatte. Und Theo Michael Schmidt hat geschrieben, die Verweigerung und die Verhandlung selbst waren 1968 für mein Leben weniger einschneidend als dann der Zivildienst im Altersheim. Ich weiß jetzt nicht, Theo, in welcher Richtung das ging, also entweder eben als Erfahrung eines Zwangsdienstes oder eben doch als das, als was manche den Zivildienst auch dann zumindest später empfunden haben, als die Alternative, wo man eben auch Erfahrungen im positiven Sinne machen kann. Ich weiß nicht, ob du dich da kurz nochmal melden willst, aber andere haben dann darauf hingewiesen, dass das eben so untrennbar miteinander verbunden ist, ne? Dass es insgesamt die Lebensgeschichte eben beeinflusst hat, wenn ich das jetzt da richtig rausgelesen habe. Und Andreas Friedländer hat darauf hingewiesen, Andreas Rheinländer hat darauf hingewiesen, dass in Bremen inzwischen beim Sozialen Friedensdienst Bremen nicht mehr alle Stellen besetzt werden können. Mein letzter Stand hier in Berlin war, dass es nach wie vor Leute gibt, die eben sich erfolglos um eine Stelle im Bundesfreiwilligendienst bewerben. Aber vielleicht ist das wieder eine Bremer Sondersituation, so wie Bremen meines Wissens auch das einzige Bundesland ist, wo bisher die Mehrzahl der Regierungschefs Kriegsdienstverweigerer oder zumindest Mitglieder von Organisationen, die Kriegsdienstverweigerung unterstützen, waren, beziehungsweise beim Augenblicklichen habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Entschuldigung, Zwischenmeldung. Ich kann nur noch privat chatten, wollte aber allgemein was sagen. Wortmeldung. Ja, sag einfach mal was schnell. Okay, Eva. Also die Auswirkungen der Kriegsdienstverweigerung meines damaligen ersten Freundes, der Thomas Freibert, ist, dass ich gelernt habe, dass die Grundgesetze auf dem Papier stehen, aber nicht angewendet werden dürfen, vor allen Dingen, wenn es denen da oben nicht passt. Ich fühle mich seitdem als Witwe und ich lebe bewusst in einem Lügenstaat, weil wenn ich das Grundrecht auf freie Wahl des Wohnsitzes ausüben möchte, muss ich ja auch nicht vor ein "Du darfst nicht umziehen" Gericht und mich da rechtfertigen, warum ich umziehe. Also es hat grundsätzliche Zweifel an meinem Vertrauen in andere und vor allen Dingen in diesem Staatsgebilde bis heute wachsen lassen. Danke. Das war jetzt nochmal die Stimme einer Mitbetroffenen. Gabi. Passt gut dazu, zu der Rednerin gerade. Gernot, du hast in deinem Beitrag angesprochen, dass du den Begriff Postkartenverfahren ablehnst. Ich weiß, dass es viele gibt in der Friedensbewegung. Ich benutze den aber immer noch und finde ihn eigentlich richtig. Zum einen muss ich dir sagen, ich kenne einige, die wirklich über eine Postkarte damals verweigert haben und es geklappt hat. Man musste halt dann den Zivildienst gleich beginnen, bevor dieses Gesetz wieder geändert wurde. Und der andere Punkt ist, ich finde, das ist ein Ausdruck, auch der Begriff Postkartenverfahren, dessen, was eigentlich ja richtig gewesen wäre. Und das passt zu der Rednerin gerade. Eigentlich
ist ja unsere Sichtweise, wenn man überhaupt den Kriegsdienst verweigern muss und sich nicht so entscheiden kann, ist es doch im Prinzip genau die richtige Art und Weise, einfach nur hinzuschreiben. Und so war das damals. Ich verweigere den Kriegsdienst aus Gewissensgründen nach Artikel 4 Absatz 3 und nicht mehr. Und das hätten wir damals ja akzeptieren können. Eine Postkarte hinzuschicken, natürlich hat es jeder per Einschreiben hingeschickt, klar. Aber nur diesen Satz. Und drum bin ich immer noch dafür, das Postkartenverfahren zu nennen, weil das bringt einfach zum Ausdruck, damals musste ich keine lange Begründung schreiben, sondern ich konnte mich auf diesen Artikel 4 Absatz 3 berufen, ohne Grund. Punkt. Was für mich jetzt in dem Ganzen noch einfach so eine spannende Überlegung wäre, wir sind ja alle jetzt schon älter und uns hat diese Zeit der Kriegsdienstverweigerung früher politisch sehr geprägt. In der Friedensbewegung gab es dann auch immer wieder die Diskussion, ach, wie kann man denn die Jungen motivieren? Aber im Prinzip hat sich ja gezeigt, auch in der Runde, dass wir alle damals durch die damalige Situation, durch die eigene Betroffenheit politisiert worden sind. Es zum einen durch die Notwendigkeit, sich auseinanderzusetzen, KDV oder nicht. Zum anderen die Eltern, ja, die im Krieg, oder die Väter, die im Krieg waren und mit einer Kriegsverletzung heimkamen oder mit den Kriegserlebnissen. Und das ist jetzt ja schon anders mit den jungen Leuten. Und ich finde, Markus, du hast es ja auch gerade angesprochen, ich finde, den Bogen jetzt zu spannen zur heutigen Zeit. Also mir geht es so, dass ich finde, die Fridays for Future sind eigentlich die Bewegung, die wir früher waren. Die Pazifisten früher gegen Krieg aus unserer eigenen Geschichte. Und heute ist das Thema noch ein bisschen globaler, weil die Betroffenheit der Jungen eher in Richtung Klimawandel geht. Mein Name ist Lothar Ebert, steht da irgendwie mit Lebgut drin. Ja, für mich ist klar gewesen, dass ich Zivildienst machen will, weil ich das als Friedensdienst verstand und habe dann bei einer internationalen Freiwilligenorganisation den Zivildienst gemacht. Und mir ist Folgendes passiert, das war eine politische Organisation, der Service Civil International. Ich habe die offiziell vertreten bei der Selbstorganisation der Zivildienstleistender. Und da war ich ganz unverblümt, aber irgendjemand hat es dann dem Bundesamt gepfiffen und dann habe ich sozusagen, oder meine Dienststelle, obwohl der 500 Stellen im Bonn-Kölner Raum zu bedienen hat, ist der Allvierteljahr vorbeigekommen und hat sozusagen mich, uns kontrolliert. Gut, aber was für mich wichtig ist, dass die Kriegsdienstverweigerung das eine ist und in dem Prozess des Zivildienstmachens ist mir klar geworden, mir ist klar geworden, dass es ein militärischer Ersatzdienst ist und in der Zeit ist natürlich auch das Thema Totalverweigerung dann sehr nach oben getragen worden durch einige Aktivisten. Also das war dann für mich eine Selbstverständlichkeit, mich bei der Selbstorganisation der Zivildienstleistenden zu organisieren. Und wir haben auch gegen die Kasernierung gekämpft und haben da Aktionen gemacht. Das wollte ich einfach nur sagen. Regelmäßig ist auch in Frankfurt getroffen. Das war eigentlich ein ganz spannendes politisches Feld, was das, denke ich, auch nochmal eine Debatte ist. Weil die Selbstorganisation der Zivildienstleistenden war ja sozusagen eine Basisorganisation, ja, die so viel gemacht hat, wie sie machen konnte, wenn sie vor Ort sich, also in größeren Städten natürlich wie Bonn, Köln, oder war das natürlich auch etwas leichter. Die Leute draußen in Horber-Neckar, wo ich herkomme, hatte natürlich Kontakt zu den Zivildienstleistenden. Die hatten immer auch meinen Respekt. Das waren auch immer ganz interessante Persönlichkeiten. Jetzt habe ich da einen Seitenfaden gemacht. Also sprich, die Persönlichkeit wird ausgebildet durch das, dass man Nein sagt, und da dabei wächst mit den inhaltlichen Auseinandersetzungen. Und heute wäre es für mich klar, ich würde heute keinerlei Dienst tun, weil das ist militärischer Ersatzdienst und kein
Friedensdienst, wie ich ihn eigentlich ideal gesehen habe. Trotzdem habe ich Glück gehabt mit meiner Dienststelle. Ich habe internationale Freiwilligenarbeit gemacht. Natürlich galt für mich auch das Zivildienstgesetz, aber und ich hatte ziemlich viel Freiheiten und es war für mich ein Friedensdienst. Ganz kurz zu der Frage nach den Auswirkungen auf das Leben. Da kann ich nur sagen, die waren vielfältig, und zwar beruflich und auch privat und überwiegend unangenehm. Und ich möchte auch ungern drüber reden. Die zweite Sache, Fridays for Future. Klar, von der Motivation her ist ja die eigene Betroffenheit eine Parallele zur damaligen Motivation. Aber ich sehe einen ganz großen Unterschied. Der Staat war damals brutalstmöglich gegen uns. Es gab Berufsverbote, es gab die Gewissensprüfung, Leute kamen ins Gefängnis. Zum Beispiel habe ich die ersten 10 Jahre meines Lebens anonym politisch gearbeitet, habe meine Artikel selten mit meinem eigenen Namen unterzeichnet, eben aus Angst vor Repressalien, auch an der Uni. Ich bin mir sicher, wer heute bei Fridays for Future ist, hat einen Karrierebonus, wenn diese Leute sagen, ich bin bei Fridays for Future. Die werden in Talkshows eingeladen, die werden umgarnt, die werden gelobt von Politikern, sie werden eingeladen. Das heißt also, die Motivationslage ist vielleicht ähnlich, aber die Repressionslage extrem anders. Thomas, du hast freundlicherweise deine Kamera schon freigeschaltet. Ja, erstmal vielen Dank für die Veranstaltung. Die war, wie gesagt, also nochmal toll, da ein paar Aspekte zu hören. Vielleicht kurz, wie es bei mir bei der KTV aussieht. Ich hatte den Vorteil gehabt, dass ich, wo ich 18 geworden bin, die sogenannte Wende war. Und ich halt praktisch den Kriegsdienst verweigern konnte. Und da ist vielleicht auch ein Unterschied zu sehen. In der DDR, entweder man ist total verweigert, wie das schon gesagt hat, oder man ist halt in die militärischen Strukturen eingebunden worden. Und deswegen fand ich zu meiner damaligen Zeit, 1989, 1990, fand ich es halt sehr gut, dass ich die Möglichkeit hatte, den Zivildienst zu machen. Und ich kann aber trotzdem jeden Totalverweigerer auch total verstehen. Aber wie gesagt, mich hat der Zivildienst sehr, sehr geprägt. Und ich möchte ihn in meiner Vita halt auch nicht vermissen. Auf der anderen Seite, auch jetzt in meinem Beruf, den ich hatte, hatten wir die letzten Jahrgänge von Zivildienstleistenden gehabt. Und was mir halt aufgefallen ist, es waren viele dabei, die doppelte Staatsbürgerschaft hatten. Also praktisch auch die türkische Staatsbürgerschaft hatten. Und für die war der Zivildienst eine mega Gelegenheit, um halt praktisch den Militärdienst, beispielsweise in der Türkei, zu umgehen. Und durch diese Aussetzung der Wehrpflicht ist diese Möglichkeit weggefallen. Das ist für die Menschen und dafür halt auch ziemlich schade, aber ich möchte auch nicht wieder zurück, dass es halt praktisch eine totale Wehrpflicht gibt in Deutschland. Aber es gibt halt so ein paar Sachen, wo eine mega Diskussion halt auch geführt werden muss, finde ich. Und vielleicht auch dazu, dass jetzt die Menschen, die Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen bei der Bundeswehr, dass sie halt vor einem mega Problem stehen, finanziell und auch schikanös. Und ich glaube, da müssen wir als Friedensbewegung auch viel, viel mehr hinarbeiten und diese Menschen zu unterstützen, diesen Schritt zu gehen. Also zurzeit kann man mit groben Disziplinarverstößen eher aus der Bundeswehr ausscheiden wie aus Gewissensgründen. Und das ist ein Skandal. Das ist vielleicht so kurz eine Anmerkung von mir und toll, dass es die Veranstaltung nochmal gibt. Danke. Ja, vielen Dank. Michael. Lebensgeschichtlich will ich jetzt nur dazu sagen, dass ich es gar nicht nur an der Frage nach der Verweigerung des Dienstes mit der Waffe festmachen kann und damit eine Distanz, sondern Armee spielt ja natürlich in DDR eine ganz große ideologische Rolle. Also vorhin kam das mal, die Rolle da von Diensten oder Zwangsdiensten. Die NVA war politisiert, ideologisiert und deshalb wurde das auch an vielen Dingen festgemacht. Ich kann jetzt im Nachhinein sagen, ich habe auf manches verzichten müssen. Also ich bin nicht bis zum Abitur gekommen. Ich habe aber dann eine kirchliche Ausbildung gemacht, die mich weitergebracht hat und würde aus heutiger Sicht sagen, es war für mich ein guter Weg. Aber er war eben auch von dieser Entscheidung geprägt und deshalb auch politisch für mich bis heute. Also es hat mich politisiert und das finde ich auch gut. Und das ist für mich auch nochmal so die Frage, was bedeutet das für heute? Und Politisierung
ist für mich auch so ein Punkt bei Fridays for Future, wo Jugendliche sich politisieren lassen. Und das, denke ich, muss unterstützt werden und ist auch wichtig, auch wenn das eine ganz andere Politisierung ist, als ich die von mir kenne und ich die auch aus 70er und 80er Jahren kannte. Ich denke, die Frage Kriegsdienstverweigerung international, dort sehe ich auch eine große Aufgabe, dass das auch als Asylgrund anerkannt wird. Und da in dieser Schwierigkeit der Länder untereinander, und da finde ich, gehöre ich hin, also auf diese Seite, um da auch was zu sehen. Und ich denke auch nochmal die Frage, ich will nach dem Abitur ins Ausland gehen. Nein, überleg mal, ob du einen Friedensdienst machen kannst. Und schauen, was das auch nochmal für einen Unterschied bedeutet. Also wenn Leute dann von IRENE oder von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste und ähnlichen Organisationen wiederkommen, was das auch nochmal bedeutet, da etwas zu unterstützen. Klar, die Entscheidung muss nicht mehr getroffen werden, wie mache ich das mit meiner Einberufung zur Wehrpflicht, aber an anderen Stellen die Politisierung zu unterstützen, die nochmal im Augenblick sich auch gerade ein Stück entwickelt. Das finde ich eine wichtige Gegenwartsaufgabe und finde ich auch für mich auf meinem biografischen Hintergrund etwas Wichtiges. Danke. Noch der Hinweis, dass es tatsächlich zumindest in den letzten Jahren, in denen die Wehrpflicht in Deutschland eben noch in Kraft war, eben auch diese Möglichkeit gab, sich für einen echten Friedensdienst den anerkennen zu lassen, ohne dass man da dann eben dem Disziplinarrecht und so weiter, das sich aus der Wehrpflicht ergab, unterlag. Ne? Also da gab es noch eben so ein Schlupfloch, während eben das, was vorhin gesagt wurde, dass man eben auch als Zivildienstleistender eben letztlich der Wehrpflichtgesetzgebung mit dem Aushebeln einiger Grundgesetzartikel während der Dienstzeit unterlag, das war immer einer der Punkte, die eben auch zu Recht kritisiert wurden. Markus? Ich habe drei kleinere Punkte. Das erste wollte ich als Aussage von vorher, dass vieles wieder auftaucht. Wir hatten dortmals, finde ich im Nachhinein, was mich auch stark geprägt hat, eine tolle Sache, und zwar: Jeder Totalverweigerer in der BRD suchte sich einen Paten in der DDR. Und über die persönlichen Bekanntschaften, die oft im Geheimen liefen, entstand dann ja ein Zusammenhang. Ich bin dann auch heimlich mehrere Male in die DDR gefahren zu meinem Paten. Wir haben uns da getroffen, Dinge organisiert, habe dort zum Beispiel auch eine Umweltbewegung kennengelernt in der DDR. Und habe ein ganz neues Bild von diesem Land bekommen und von den Menschen, was für mich sehr, sehr wichtig war, dann auch 89. Und mir kam gerade der Gedanke, diese Frage der internationalen Kriegsdienstverweigerung, es wäre wichtig, vielleicht solche Patenschaften international zu organisieren, weil einfach der persönliche Kontakt für mich für die politische Aktion ganz zentral ist. Der zweite Gedanke, der dazu kommt, und den Menschen möchte ich jetzt bei so einer Sendung einfach auch würdigen, Uli Hahn. Uli Hahn ist ein Rechtsanwalt, der einen Großteil der totalen Kriegsdienstverweigerer verteidigt hat und der sein ganzes Leben auch vor allem für Asylbewerber sich einsetzt. Und ganz entscheidend für unsere Bewegung war, auch für mich persönlich. Und er hat von ihm ist jetzt oder über ihn ist jetzt gerade auch ein Buch rausgekommen, Vom Lassen der Gewalt. Freunde haben alle seine Reden und seine Äußerungen zusammengefasst. Ein ganz fantastisches Buch, finde ich. Und seine Prämisse, die ich auch aufgenommen habe, die waren vier Punkte. Nicht Unrecht tun. Die Nicht-Zusammenarbeit mit dem Unrecht, Widerstand gegen das Unrecht, Formen gerechten Lebens entwickeln. Also diese vier Stufen, die sind die Prämissen sozusagen für die Arbeit. Und daraus jetzt die dritte Sache, eine Frage an Hanna. Du bist ja jetzt die uns geschenkt hat, diese Verbindung zum Heute. Und die Frage an dich,
was wäre denn oder was siehst du für dich und deine Generation und die Generation und der Kinder, die jetzt kommen, was wäre für dich wichtig, was sie bräuchten, um ja, diesen Impuls, der da vor 30, 40 Jahren gestartet wurde, um den jetzt weiterzutreiben. Und in dem Sinne, wie ich es vorher beschrieben habe, wir sind in einer Umbruchssituation, jetzt ja, da dem eine Kraft zu geben, dieser Bewegung Friday for Future und anderen, dass das jetzt vielleicht wirklich gelingt, auch größere gesamtgesellschaftlich politische Veränderungen im Sinne, wie ich es vorher sagte, Überwindung des Kapitalismus und dem, was da damit verbunden ist, hinzubekommen. Hanna, ich glaube, da ist es sinnvoll, dass du direkt antwortest. Ja, eine sehr große Frage auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin ja nochmal, ich würde sagen, ein bisschen eine andere Generation als jetzt, glaube ich, die sehr, sehr Jungen, die für Friday for Future auch auf der Straße stehen. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, in dem Sinne ist die Verbindung gar nicht schlecht, auch wenn ich zustimme, dass die Kriegsdienstverweigerer damals natürlich vor ganz anderen Hürden standen an sich. Aber ich glaube, worum es ja auch in meinem Buch geht, worum es in der Debatte über Kriegsdienstverweigerer generell ja auch immer ging, ist unsere Grundrechte und was es bedeutet, für unsere Grundrechte einzustehen in gewisser Weise. Und ich glaube, dass es da halt eben auch bei jungen Menschen einfach wichtig ist, ihnen klarzumachen, was ihre Grundrechte überhaupt sind, wo es sich eben für sie auch lohnt zu kämpfen. Also ich glaube schon, dass es da jetzt auf jeden Fall so Bewegungen gibt, die anfangen, sich damit zu beschäftigen, Politik, das, was sie wollen, was sie sozusagen erreichen wollen, das alles zu verbinden. Weil ich glaube, das war lange, irgendwie ist das so ein bisschen, wenn ich für meine Generation spreche, als ich Teenager war, hatte ich das Gefühl, dass wir so ein bisschen geäppt sind oder irgendwie uns ausgeruht haben auf was oder nicht so richtig verstanden haben, was gerade eigentlich die aktuellen Themen sind, beziehungsweise gab es nichts, wofür wir gemeinsam einstanden und gekämpft haben. Und ich finde es total wichtig, dass das jetzt wieder entsteht langsam unter der Jugend. Und allgemein, ja, glaube ich einfach, dass die ganze Debatte, die wir hier ja jetzt auch führen, wie gesagt, einfach auch eine Debatte ist, die allgemeingültiger über Grundrechte gilt. Und ich glaube eben, ja, wie gesagt, dass man da eben Bewusstsein schaffen muss, gerade unter jungen Menschen, was die sind und was sie bedeuten. Ja, vielen Dank. Werner, du bist dran. Ich wollte ganz kurz sagen, ich habe im Chat eine Bemerkung von Bernd Oberschachtsieg gefunden. Bernd, herzliche Grüße nach Herford. Und der fragt, ob es eine Folgeveranstaltung geben könnte. Und ich würde dazu einen Vorschlag machen an Rudi und vor allen Dingen an Stefan und wer da noch interessiert ist. Wir verdanken ja diese Veranstaltung dem Buch von Hanna, das ja dazu geführt hat, dass die Veranstaltung heißt, die eigenen Kriegsdienstverweigerung als lebensgeschichtlich bedeutsames Ereignis. Also der Schwerpunkt liegt auf dem individuellen Erleben. Gleichwohl geht das individuelle Erleben nicht ohne eine gesellschaftliche strukturelle Perspektive. Das heißt mit anderen Worten, wenn man gerade heute nach Israel und Palästina guckt und sieht, dass die Kriegsdienstverweigerer keine Chance haben, sich zu artikulieren, muss es etwas anderes geben. Und die Folgeveranstaltung könnte die Frage aufgreifen, wie schaffen wir es, der Militärlogik eine Friedenslogik entgegenzusetzen? Und dazu gibt es ja ganz viele Ansätze, ganz viele Beispiele. Es sind schon viele kleine Bemerkungen hier gemacht worden. Ich will nur verweisen auf Sicherheit neu denken, auf das Konzept, an dem ja auch die DFG beteiligt ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass eine Folgeveranstaltung den individuellen Aspekt nicht ausklammert, aber den strukturellen Aspekt in den Vordergrund stellt. Das wäre eine Anregung. Und dann ist Stefan jetzt dran. Ich will zwei kurze Bemerkungen machen. Markus hat vorher erwähnt, diese Frage von am Unrecht sich nicht zu beteiligen, zurückgehend auf Ulrich Hahn. Und da denke ich, aus meiner Sicht war
die Beteiligung, und das ist ein Stück weit ein unaufgearbeitetes Kapitel dieser ganzen KDV und Wehrpflichtgeschichte, die Beteiligung an den Prüfungsausschüssen und Prüfungskammern. Ich komme da deswegen auch drauf, weil ich sehe, mit Werner und mit Sonny Thiel, die ja auch mit bei uns dabei ist, weiß ich von zwei Leuten, die Mitglieder in diesen Prüfungskammern waren. Und da denke ich, das ist so ein Stück, ist es nicht eigentlich Beteiligung am Unrecht gewesen? Und wahrscheinlich werdet ihr, die ihr da mitgemacht habt, sagen, ja, aber wir haben doch alle anerkannt, alle Kriegsdienstverweigerer, und wollten ja nur das Beste und haben ja verhindert, dass noch was Schlimmeres passiert. Das führt aber genau zurück zu dieser Frage, wo beteiligen wir uns denn am Unrecht und wo müssten wir eigentlich auch da an dieser Stelle Nein sagen? Also ich muss mal zuspitzen sagen, ihr habt ein Stück weit das Verfahren auch noch legitimiert, mit dem andere Leute so beschädigt worden sind im Falle von Hannas Onkel, so weit, dass er keinen anderen Ausweg gesehen hat, als sich das Leben zu nehmen. Und die zweite kurze Bemerkung, dieser Hinweis auf Fridays for Future, ich höre den in der DFG jetzt immer eher vielleicht unter so einem taktischen Gesichtspunkt, da sind die jungen Menschen, die demonstrieren. Wie gelingt es uns denn als politische Organisation wie die DFG-VK, die Verbindung herzustellen, um ein Stück weit daran zu partizipieren? Und da denke ich immer, also mindestens im Blick auf die DFG-VK-Mitglieder, ihr habt alle die DFG-Grundsatzerklärung unterschrieben, in der es heißt, dass ihr entschlossen seid, keine Art von Krieg zu unterstützen und an der Beseitigung aller Kriegsursachen mitzuarbeiten. Wenn wir uns nochmal klarer machen, dass das, was zum großen Thema Klimawandel passiert, dass das mit eine wesentliche Kriegsursache schon ist und noch sehr viel stärker werden wird in den nächsten Jahren, dann glaube ich, dass es für Pazifisten und Antimilitaristen, die WRI-Grundsatzerklärung geschrieben haben, überhaupt gar keine Frage ist, dass es nicht eine taktische Frage ist, mit Fridays for Future zusammenzuarbeiten, sondern lasst uns da genau gucken, wo sind die Verbindungen, wo können wir auch das, was wir politisch an Erfahrung haben, und die wird ja nun gerade in der Veranstaltung sehr deutlich, wie können wir das dort mit einbringen, ohne dass wir belehrend wirken, aber wie können wir das, was wir an politischer Erfahrung und an Organisationserfahrung haben, zu den jungen Menschen bringen und von denen auch mal umgekehrt für uns lernen. Also das ist so meine Conclusio und das Ergebnis an der Frage Fridays for Future und Kriegsursachen bekämpfen wollen. Dankeschön. Gebe ich dann für Rudi Friedrich an für das Schlusswort zurück. Ja, Rudi. Ja, erstmal einen herzlichen Dank für all die Anmerkungen, Anregungen und die Beiträge. Da ist doch viel zusammengekommen und ich merke, dass diese Entscheidung, den Kriegsdienst zu verweigern, für mich war das ja eine Entscheidung, gegen Militär und Krieg aktiv zu werden, dass das uns allen immer noch umgeht. Wie können wir das machen? An welchen Punkten macht das Sinn, da aktiv zu werden? Okay, wir in Offenbach haben gesagt, wir wollen konkret Personen unterstützen, die sich dem Krieg entziehen und sind deswegen auch auf diese internationale Arbeit gekommen. Und ich danke auch Markus für den Hinweis der Patenschaften. Fände ich sehr gut, wenn sowas gelingen würde, Patenschaften zu Gruppen im Ausland oder Patenschaften zu Flüchtlingen, die hier als Kriegsdienstverweigerer Schutz suchen, aufbauen zu können. Ich denke, es ist gut, wenn wir über Handlungsmöglichkeiten nachdenken können im Nachklang zu dieser Veranstaltung. Wie können wir unsere Ziele eigentlich weiter in die Gesellschaft hineinbringen und möglichst auch in andere Organisationen oder andere Bewegungen mit hineinbringen? Und wie können wir mit denen zusammenarbeiten? Das ist eine wichtige Frage und das wäre schön, wenn wir daran einfach noch weiter nachdenken können. Ja, ganz herzlichen Dank. Insofern möchte ich allen Beteiligten ganz, ganz herzlich danken, sowohl denen, die eben sich vorbereitet hatten, als PanelistInnen hier eben Input zu geben, als auch eben an Stefan und Rudi und Peter als die, die technisch und organisiert haben und inhaltlich vorbereitet haben. Und ja, ich wünsche allen noch einen schönen Sonntagabend und freue mich, dass ich hier mit beitragen durfte und konnte.